Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Und wie ihr am Titel schon seht, heute wird es ein bisschen negativer. Heute geht es darum, was mir an Hogwarts Legacy nicht gefällt. Ich bin jetzt 50, 60 Stunden ungefähr im Game drin. Spiele seit gut 2 Wochen. Was haben wir heute? Heute ist Montag. Nicht ganz 2 Wochen, 1,5 Wochen. Und mir sind einige Sachen aufgefallen, die mir... mich ein bisschen nerven, sagen wir es mal so. Vorab sei gesagt, das ist Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Also es ist ein grandioses Game. Es sind wirklich Kleinigkeiten, die mich nerven oder im Spiel bisher genervt haben. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten. Fürs erste bin ich hier auch schon ganz richtig, und zwar im Tierwesengehege. Da gibt es ja, Spoiler-Alarm, 4 Stück im Game. Wir sind hier gerade im ersten. Und hier ist das Problem. Was ist das Problem? Also es ist schade. Man kann 4 verschiedene Arten und insgesamt 12 Tierwesen maximal in diesem Gehege hier halten. Das heißt, es gibt 12 verschiedene Arten von Tierwesen. Ergo braucht man mindestens 3 Räume, um alle Tierwesen zu platzieren. Es gibt Knuddelmuff, es gibt Hipposchweif, es gibt Kjobberknoll, diese ganzen Tierwesen, und ihr könnt alles nicht in einem Raum haben. Das nächste ist, wenn ihr einen im Raum habt, beziehungsweise 12 mal 4 in 4 Räumen, müsst ihr zu jedem Tier hingehen und das Tier manuell streicheln. Wo ist das Scheiß streicheln? Hier. Und Essen geben, wenn ihr keine Futterstelle habt. Streicheln. Wieso gibt es eine Möglichkeit, eine Futterstelle zu erstellen. Hier. Wieso kann ich eine Futterstelle erstellen, aber keine Stelle, die automatisch die Tierwesen auch streichelt? Und wieso gibt es nichts, dass das hier automatisch eingesammelt wird? Also das, glaubt es mir, wenn ihr... Es gibt 4 Räume, ich kann euch das gerade mal zeigen. Es gibt 4 Räume und in jedem Raum könnt ihr 12 Tierwesen haben. Das ist eine Arbeit. Das macht auch keinen Spaß. Also das macht vielleicht beim ersten oder zweiten Mal Spaß. Aber wenn ihr dann in jedem Raum 12 Tiere habt und dann jedes Mal hin und her rennen müsst, um die Räume abzufarmen, um dann die Materialien zu haben, um eure Rüstung zu verbessern, da kommen wir gleich auch noch drauf, weil das nervt mich auch extrem. Das könnte man meiner Meinung nach auf jeden Fall viel, viel besser machen. Oder hätte man auf jeden Fall besser machen sollen. Apropos Tierwesen, da kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt. Das ganze Crafting-System bzw. Ausrüstungssystem ist doch für den Arsch, Leute. Also wer sich das ausgedacht hat, also es ist nichts Ganzes und nichts Halbes. Ich finde es cool, dass es unidentifizierte Gegenstände gibt und man sie identifizieren muss. Und dann hat man entweder Glück, man kriegt hier sowas Cooles, oder man hat Pech und man kriegt Müll. Ich finde es auch cool, dass man die Sachen verbessern kann. Und ich finde es auch cool, dass sie verschiedene Eigenschaften haben und auch verschiedene Eigenschaftenstufen. Aber es ist total egal, was für Sachen ihr findet. Also wenn ihr in der Sammlung alle Sachen gesehen habt, 90 Erscheinungsbilder gibt es. Wenn ihr alle 90 habt, so wie ich, dann ist es kackegal, was ihr noch findet. Es geht nur noch darum, die beste Ausrüstung zu haben. Und das Erscheinungsbild kann man ja jederzeit ändern. Also ihr könnt ja hier jedes Erscheinungsbild nehmen, was ihr wollt. Wofür gibt es dann überhaupt noch... Wieso kann ich die Dinger denn überhaupt noch in verschiedenen Varianten finden, frage ich mich. Wieso gibt es dann nicht... Also es gibt 1000 Möglichkeiten, was besser zu machen. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, entweder kann ich das Erscheinungsbild nicht ändern, dafür kann ich aber die Ausrüstung nur einmal finden und dann aufwerten. Das wäre dann hier, weiß nicht, das sind ungefähr 30 Stück. Dann gibt es halt nur 30 Stück, die man insgesamt finden kann. Und sonst haben die Kisten halt nur Geld drin oder irgendwelchen anderen Sammelkram. Aber man kann jeden Handschuh gefühlt 10-mal finden. Und jede Maske und jeden Umhang mit verschiedenen Stärken. Also, wo ist der Sinn? Wenn man doch sowieso das Erscheinungsbild ändern kann. Ich hoffe, das ist verständlich, was ich meine. Es macht irgendwie in meinem Kopf nicht so ganz Sinn, wieso es verschiedene Gegenstände in der Welt zu finden gibt, es aber vollkommen egal ist, was ich finde, sobald ich alle habe, weil dann geht es nur noch darum, was die höchste Stärke ist, weil ich sowieso mein Erscheinungsbild ändern kann. Also es ist irgendwie,
Irgendwie ist es komisch. Und dann musst du immer wieder deine Sachen verbessern. Und dann auch nur mal drei. Wofür brauche ich 48 Tierwesen, wenn ich jeden Gegenstand nur dreimal leveln kann? Also, eins vor allen Dingen. Ein Horn des Graforn. Eine Feder vom Hippogreif. Das ist nix. Das ist gar nichts, wirklich. Also, das Crafting-System, ich habe es nicht so ganz verstanden. Also, das ist nicht so ganz ausgereift. Das soll wahrscheinlich, es soll nicht das Hauptgame sein, denke ich mal. Das soll nice to have nebenbei sein. Aber wieso dann das Ganze drumherum mit den Tierwesen einfügen und dass man da sammeln kann und so? Da mach's doch, da macht die Tierwesen doch rein, alle in ein Gehege, ohne Vermehren. Ah, dann hätten die Babys nicht gehabt. Okay, vielleicht mit Vermehren, aber ohne, dass man irgendwas einsammeln kann. Vielleicht, dass man dort irgendwelche Minispiele mit dem machen kann. Irgendwas anderes. Aber so wie es jetzt ist, fühlt es sich ganz, ganz komisch an. Lasst mich da gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr das findet. Weil irgendwie, ja, ich finde es irgendwie komisch. Mit den Tierwesen, vor allen Dingen, wenn ihr es mal eine Stunde gefarmt habt oder zwei, dreimal gefarmt habt, dann braucht ihr das nie wieder. Ihr müsst nie wieder in diese Räume gehen. Also, sobald ihr alles drei, viermal abgefarmt habt, braucht ihr da nicht mehr reingehen. Ich habe schon angefangen und überlegt, ja, okay, dann mache ich mir hier irgendwie ein schönes Gehege hin. Hier mit den Teilen des Gebäudes und mache mir hier schöne Treppen hin und ein schönes Gebäude und was weiß ich nicht alles. Das werde ich bestimmt auch nochmal irgendwann machen. Aber dann habe ich gesehen, schaut mal, was, es gibt nichts. Das ist das Einzige, was es so gibt. Das ist halt echt auch nicht viel. Wofür haben die das reingebracht? Das ist, es ist schön, aber es fühlt sich an, also das sind, sorry, habt ihr mal jeden anderen Bildmodus gesehen in anderen Spielen? Das, es gibt, erstmal gibt es 10 verschiedene Hecken, irgendwie ein paar Büsche, aber es gibt keine Innenausstattung irgendwie. Also, das, ihr versteht, was ich meine. Also, das ist irgendwie nice to have, aber irgendwie, ja, also, hier gibt es noch die Gebäude, also, ja, das, ich verstehe das nicht. Lasst mal mich gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr das findet. Ich irgendwie, ich verstehe nicht, wo so ganz der Sinn war. Die wollten Sachen machen, dass wir Sachen sammeln müssen. Aber, ja, ich raff's nicht. Ich raff's einfach nicht, wo hier der Reiz ist. Also, ich bin jetzt komplett mit dem Game durch. Ich bin ein paar Schmetterlinge vor Platin. Da kommen wir gleich auch noch zu. Das ist so der, das wäre der Punkt, mach ich für Sprachenlernen Bubble. Das halte ich für ganz am Ende auf, aber ich blick's nicht so ganz. Jetzt habe ich viel darüber gequasselt, wieso ich das alles hier nicht so verstehe mit den Tierwesen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wenn ihr, so wie ich, relativ viel in der Gegend unterwegs seid und viele Kisten aufmacht, denn es gibt unendlich viele Kisten, ich glaube nicht, wie viele Kisten es gibt, und Schatzgewölbe. Und ich hatte euch in einem Tipps und Tricks Video, verlinke ich euch hier oben, ja gesagt, wie ihr Geld verdienen könnt. Und da ist zum Beispiel Geld verdienen durch Ausrüstung. Und dann frage ich mich, wieso muss ich erstens X gedrückt halten zum Verkaufen? Das hat eine Sekunde gedauert. Eins, 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 eins. Ihr checkt, worauf ich hinaus will, ne? Wieso ist das nicht nur einmal drücken und dann okay drücken? So, da bam, bam, bam. Oder wieso kann ich nicht alle sagen, alles verkaufen? Das ist, das gehört auch eigentlich mit zu dem Punkt von dem Crafting-System und Tierwesen und Ausrüstung, diesem Erscheinungsbild, dieses ganze Drumherum. Dieses ganze System ist nichts Ganzes und nichts Halbes. Wenn ich doch die beste Ausrüstung schon habe, ich bin Max-Level, ich habe die beste Ausrüstung, die werde ich auch nicht wechseln, weil ich kann das Erscheinungsbild ja so oder so ändern. Wieso habe ich dann nicht die Möglichkeit, einfach zu sagen, alles weg, ciao? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Nächster Punkt. Gegner-Variety. Ich gehe mal hier spaßeshalber die Gegner-Variety durch, ja? Es gibt diese Sumpfkröten. Es gibt normale Menschen, also Magier. Da gibt es viele verschiedene, aber im Prinzip sind alles die gleichen. Die machen alle die gleichen Attacken, die verhalten sich gleich. Manche sind ein bisschen tankier, wie der Henker. Aber im Prinzip normale Menschen mit einer anderen Maske. Wow. Dann gibt es Trolle. Einen Untoten. Eine Puppe, okay. Noch ganz viele Menschen, noch mehr Trolle. Spinnen, große Trolle. Hunde, noch mehr Spinnen. Die Denkariumsdinger, noch mehr große Trolle. Und das war's.
Jedes Souls-Game lacht darüber. Was ist das für eine Gegner-Variety? Das war mir gar nicht so bewusst, als ich das Game gespielt habe, aber so die letzten Stunden kam mir das mal. Vor allen Dingen bei der Trophäe für Sätze alte Magie gegen 34 Gegner ein. Da ist mir erstmal klar geworden, dass es gibt nur die gleichen Gegner. Es gibt die großen Trolle, Spinnen, kleine Trolle, normale Magier und hier und da ein Köter. Das war's. Also es ist gar keine Gegner-Variety drin. Und damit fühlt sich die Welt, also ich habe die ganze Zeit, in den ganzen Playthrough habe ich gesagt, die Welt fühlt sich übel voll an, überall gibt's was zu tun, übel nice. Aber das macht's mir so ein bisschen kaputt. Weil entweder habt ihr Trolle, ihr habt Menschen oder ihr habt Spinnen. Was anderes gibt es im Prinzip nicht. Guckt mal die Arenen, in die Arenen. Es gibt Menschen, also normale Zauberer, Trolle oder Spinnen. Ab und zu mal ein Hund, wow. Oder ab und zu mal ein großer Troll. Aber that's it, das war's. Das ist ein Riesenkritikpunkt, ehrlich gesagt. Kommen wir zum letzten, beziehungsweise vorletzten und letzten Punkt. Ich bin ja dabei, Platin zu machen. Und für die Platin muss man alle Truhen auf der ganzen Welt finden. Alle Truhen, die hier ihr oben rechts seht. Das heißt in Hogwarts 35, in Hogsmeade 5 und auf der Weltkarte sind es 117 plus 15 Schmetterlinge. Und jetzt kommen die Schmetterlinge. Wenn ihr die einmal gesehen habt und dann wegfliegt, die spawnen die, dann müsst ihr die nochmal suchen. Und die Welt ist nicht klein, also die Welt ist wirklich nicht klein. Und es gibt 15 Schmetterlinge und wenn ihr die nicht findet, dann könnt ihr nicht Platin machen. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Arbeit ist, diesen ganzen Bereich abzufliegen für diese verkackten Schmetterlinge. Weiß ich nicht, was die sich dabei gedacht haben. Und das sowas auch noch in eine Platin zu packen, das ist absolute Scheiße. Das kannst du eigentlich nur mit einem Guide machen. Also wer fliegt denn hier stundenlang, also Stunden rum und sucht diese Schmetterlinge? Und da können wir auch direkt zum letzten Punkt, denn das ist eigentlich mein größter Kritikpunkt. Und da sind wir auch nicht beim Kritik auf hohem Niveau. Das war alles, was ich bisher genannt habe. Alles nicht so schlimm, alles nicht so wild, kann ich mit leben, ist nicht so wild. Das Game ist trotzdem eine 10 von 10 in meinen Augen. Aber das macht es für mich kaputt. Es gibt keinen Endgame-Content. Ich habe das Game durch, ich hatte heute keinen Bock zu zocken. Ich bin durch und ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock, ein neues Game anzufangen, weil ich alles kenne. Es ändert sich ja nichts, es ist immer die gleiche Story. Du kannst die auch nicht in anderer Reihenfolge oder so spielen. Du kannst nicht sagen, okay, jetzt hole ich mir zuallererst Avada Kedavra und mach damit alle platt. Oder ich hole mir als allererstes dies oder ich hole mir als allererstes das. Oder ich gehe als erst dahin oder als erst dahin. Es ist also nicht wie Zelda Breath of the Wild und ich laufe erst dahin und mach da alles oder laufe erst dahin. Oder wie bei Elden Ring und laufe erst, weiß ich nicht, ins Endgame-Gebiet oder so. Das, ja, und wenn ihr durch seid, seid ihr durch. Es gibt hier nichts zu tun. Ihr habt keine Quests, ihr habt gar nichts. Das Einzige, was ihr machen könnt, habe ich eben gesagt, Tierwesengehege. Da wird schon dünn. Arena-Prüfungen, wenn ihr da auf eine hohe, gute Zeit spielen wollt. Oder, ja, rumfliegen. Also was anderes fällt mir nicht ein. Sagt mir gerne, ob ihr irgendeine Idee habt, was man im Endgame-Content machen kann. Aber mir fällt nichts ein. Und ich sammle hier schon wie ein Dummer die ganzen Schatz, Schatzhöhlen. Also es ist jetzt auch nicht so, als würde ich, hätte ich nicht alles schon gemacht. Ich habe alles gemacht. Ihr seht, es gibt hier auf der Karte für mich nichts mehr zu tun. Ich habe fast alle Schmetterlinge. Ich glaube, mir fehlen noch 2 oder 3. Ja. Das, ist sehr, sehr schade, weil das Game so wahnsinnig gut ist. Es waren richtig, richtig geile 50 Stunden im Stream. Es hat mir ultra viel Spaß gemacht. Die Story ist okay. Die Prüfungen und Rätsel sind zwar alle von anderen Spielen geklaut, sage ich mal, oder inspiriert von anderen Spielen, aber gut. Ich sage immer, lieber gut kopiert als schlecht selber gemacht. Deswegen bin ich damit absolut fein. Erfinden das Rad nicht neu, aber ist alles super. Aber es fehlt mir echt Endgame-Content. Man kann nichts machen. Man kann wirklich nichts machen. Ja, aber das war's von mir. Ist euch irgendwas noch aufgefallen, wo ihr sagt, das
gehört eigentlich mit auf diese Liste, was euch stört, was ihr schade findet. Und ansonsten lasst ein Like auf dem Video, folgt dem Kanal und bis zum nächsten Mal. Haut rein.